Also ihr braucht die Folie, ich habe eine ganz normale Glassichthülle, bunte Stifte, Filzstifte. Man kann auch Aquarell, Holzstifte nehmen und direkt auf das Papier malen, aber heute die Technik ist nur mit Filzstiften. Man braucht ein Glas Wasser oder ein Becher Wasser, die Karte, dann Tuch zum Abtrocknen der Wasserflecken. Und was auch nur ganz praktisch ist, dass ihr eine Tischunterlage habt, damit der Tisch nicht schmutzig wird. Dann nehmt ihr eure Stifte und malt einen Farbverlauf auf die Plastikfolie. Einfach irgendwie querfeldein. Die Farbwahl ist natürlich ganz wie ihr sie wollt. Die helleren Farben brauchen immer ein bisschen mehr Farbe als die dunkleren, dass sie auch wirklich angehen. Dann nehmt ihr den Pinsel und gebt nur ein bisschen Wasser auf die Folie. So. Und dann geht sie noch mit dem klaren Wasser ein bisschen auf über die Karte drüber, damit das auch schon ein bisschen feucht ist. Dann nehmt ihr eure Karte und legt sie dann auf diese Plastikfolie drauf und verstreicht es fest, dass die Farbe an die Karte kommt. Dann könnt ihr es abziehen. Und so habt ihr dann den Farbverlauf in Aquarelltechnik auf eurer Karte. Ihr könnt dann auch noch mit ein bisschen Farbe so viele Spritzer drauf machen. Sprenkelig. Hier bitte aufpassen, entweder macht es im Freien oder ihr legt wirklich was drunter, weil sonst sind die Tropfen überall. Und dann lasst ihr es trocknen und im schlimmsten Fall müsst ihr das Ganze noch einmal glatt bügeln, wenn das sich wälzt.